Qualitätssicherung im klientenzentrierten Beratungsprozess. Da der Begriff Coaching für jeden, der sich selbst als Coach versteht, eine große Vielfalt an Bedeutungen enthalten kann, ist es äußerst wichtig, ein klares Coaching-Verfahren zu definieren, das unserem Zweck entspricht. Um seine Bedeutung festzulegen und um einen bestimmten Qualitätsstandard zu erreichen, müssen wir ein System der Qualitätssicherung implementieren. Unter Qualitätssicherung verstehen wir ein standardisiertes und operatives Vorgehen, das die Effizienz des Coachings sichert und den Coaching-Prozess nachprüfbar macht. Im Folgenden stellen wir einen strukturellen Rahmen mit einzelnen Schritten zur Qualitätssicherung in Coaching-Situationen vor. Vordokumentation, Verlaufsdokumentation und Abschlussdokumentation. Nach der Anamnese ist es Aufgabe des betreuenden Coaches, über die nächsten Schritte für den Klienten zu entscheiden und ob der Coach an dieser Stelle der richtige Ansprechpartner für die Bedürfnisse des Klienten ist. Es könnte zum Beispiel der Fall sein, dass eine Überweisung an eine Entzugsklinik für den Klienten am hilfreichsten ist, bevor der Coach mit non-direktiven Interventionen beginnen kann. Zu Beginn des Coachings erläutert der Coach dem Klienten seine methodische Herangehensweise, damit er entscheiden kann, ob die vorgeschlagene Methodik an dieser Stelle geeignet ist. Vielleicht ist es für den Klienten hilfreicher, die durchgeführten Interventionen abzuwägen und sich zuerst auf kommunikative Unterstützung zu konzentrieren, bevor der Klient weitere Ziele verstehen kann. Nachdem eine Entscheidung über die richtige Strategie der Unterstützung und das spezifische Unterstützungsangebot getroffen wurde, wird der Klient seine individuellen Ziele mit Hilfe des Coaches festlegen. Vergessen Sie nicht, Ihren Klienten darüber zu informieren, was Sie mit einem klientenzentrierten und non-direktiven Ansatz meinen. Sagen Sie ihm, was Sie tun, was Sie nicht tun und warum. Die Verlaufsdokumentation. Der Coach muss sich auch zu den wesentlichen Themen jeder Coaching-Sitzung Notizen machen. Es ist wichtig, das Verhalten des Klienten, die angewendeten Interventionen und die Aspekte der Beziehungsstruktur zwischen dem Coach und Klient sowie die Vereinbarungen, die während der Coaching-Sitzung getroffen wurden, zu bewerten. Natürlich müssen die besonderen Probleme und die Veränderungen in Bezug auf die Probleme und Umstände im Leben des Klienten auch Eingang in die Protokolle finden. Bitte beachten Sie, dass diese Besprechungsnotizen streng vertraulich sind, was bedeutet, dass sie nur zwischen Coach und Klient geteilt werden dürfen. Es ist angebracht, nach jeder Coaching-Sitzung standardisierte Fragebögen zu verwenden, um die Qualität des Coachings während des gesamten Prozesses sicherzustellen. Daher ist es notwendig, zwei Arten von Fragebögen zu verwenden, einen für den Klienten und einen für den Coach. Wichtige Aspekte aus Sicht des Klienten sind, wie er oder sie in der Coaching-Sitzung mit dem Coach und sich selbst fertig wird, wie der Klient während des gesamten Coaching Haltungen, Sichtweise und/oder Verhalten erlebt, wie sicher und zuversichtlich der Klient auf persönlicher Ebene ist und wie der Klient fühlt, wie gut er oder sie sich beruhigen kann. Grundlegende Fragen aus der Sicht des Coaches sind die wahrgenommene Interaktion und Veränderung des Klienten. Für eine richtige Analyse kann es aufschlussreich sein, beide Perspektiven im Allgemeinen sowie jeden einzelnen Gegenstand zu vergleichen. Es ist auch denkbar, die Selbstexploration des Klienten zu bewerten, sowie zu bewerten, inwieweit das Gesprächsverhalten des Coaches den definierten Werten des klientenzentrierten Ansatzes entspricht. Vergleichbar mit Bewertungen nach Prozessen und Projekten folgt auf den klientenzentrierten Beratungsprozess eine klare Abschlussdokumentation. Folgende Informationen sind zu dokumentieren: objektive Fakten des Coachings, Zusammenfassung der wesentlichen Gesprächsthemen und Aspekte des Coaching-Prozesses
subjektive Einschätzung von Coaching-Effekten und Vorschläge für Folgeaktivitäten. Auch hier ist es empfehlenswert, standardisierte Fragebögen oder Checklisten zu verwenden. Ein nächster Schritt zur Erhöhung der Qualitätssicherung und damit zur besseren Wirksamkeit klientenzentrierter Beratung ist Supervision. Wenn wir über Supervision oder Intervision im psychosozialen Arbeitsumfeld sprechen, sind dies grundlegende Methoden der Qualitätssicherung. Ein Supervisor und die anderen Teammitglieder schauen mit angemessener Distanz auf ein von einem Coach beschriebenes Problem. Im Zusammenhang mit dem klientenzentrierten Coaching wird die Supervision die persönliche Entwicklung des Coaches unterstützen. Durch den Einsatz der Supervision im Kontext klientenzentrierter Beratung wird dem Coach geholfen, sich selbst und die Beziehung zum Klienten besser zu verstehen. Auf diese Weise ist er in der Lage, Handlungsalternativen auf der Basis seines eigenen Potenzials zu entwickeln. Wenn wir vom beruflichen Kontext reden, ist es auch klar, dass wir die organisatorischen und strukturellen Aspekte in der Supervision thematisieren. Um ein klares Bild einer Metareflexion zu bekommen und was Supervision eines klientenzentrierten Coachings bedeutet, nehmen wir als Beispiel eine stagnierende Selbstexploration des Klienten. Die Hauptaufgabe des Coaches ist es, dem Problem des Klienten auf den Grund zu gehen und mithilfe der klientenzentrierten Gesprächsführung die Selbstexploration des Klienten anzuregen und zu stimulieren. Wie sieht es aus? Um einen genauen Einblick in ein undifferenziertes Problem zu bekommen, ist es notwendig, zwischen externen und internen Faktoren zu unterscheiden. Im weiteren Verlauf konzentriert sich der Coach auf interne Faktoren und selektiert signifikante und unbedeutende Inhalte. Bei intern signifikanten Inhalten stößt er auf den Grund des Problems und reflektiert in stimulierender Weise Antworten, die den Klienten animieren, die Selbstexploration zu starten. Im weiteren Verlauf werden die Reflexionen des Klienten zum Erreichen aller Stufen der Selbstexploration führen. Die Rolle des Supervisors besteht darin, die Metakognition des Prozesses in einem reflektierenden Supervisor-Coach-Gespräch zu ermöglichen. Während der gesamten Reflexion wird der Supervisor jeden Prozessschritt beleuchten, die der Coach unternimmt, um zum Grund des Problems vorzudringen. Parallel dazu wird der Supervisor auch den jeweiligen Grad der Selbstexploration des Klienten reflektieren. Dazu dienen ihm Fragen wie: Hat sich der Coach auf interne Fakten konzentriert? Sind diese wichtig, um zum eigentlichen Grund vorzudringen und den Klienten in seiner Selbstexploration zu unterstützen? Mit dieser Art von Prozessreflexion entschlüsselt der Supervisor die Handlungen des Coaches und gibt Feedback, ob der Coach etwa einen zu frühen Ausgang aus dem Prozess genommen hat oder nicht die erwartete stimulierende Antwort finden kann, um den Klienten in seiner oder ihrer Selbstexploration zu animieren.